Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren wundervollen Sendung mit Kochen mit der Tube. Eigentlich ist meine Küche mittlerweile so vollgestellt, dass ich mich schwer damit tue, hier überhaupt irgendwas richtig finden zu können, aber ja, ich bemühe mich gerade ein bisschen. Trotz Wärme. Ich hoffe, ihr macht den Sommer nicht zu dem, was die Politik daraus macht. Ja, es geht wieder mal los, aber so kann ich am besten wenigstens irgendwas vertüdeln beim Videodrehen. Hitzeschutzpläne von Lauterbach. Das sollten eigentlich etwas sein, das jeder Mensch selbst in die Verantwortung zieht, sprich im Großen und Ganzen. Ihr müsst nicht davor Angst haben, tot umzukippen, nur weil es mal wärmer ist. Den Sommer genießen ist die Devise. Viel trinken, sich möglichst vom Internet fernhalten, vor allen Dingen von Politik. Und sich lustige Sendungen angucken. Ich zum Beispiel gucke momentan eine schrecklich nette Familie, falls es einer kennt, aus den 80er und 90er Jahren. Und muss sagen, aus heutiger Sicht undenkbar, aber extrem gut gemacht. Schwarzer Humor vom Feinsten. Aber das ist wirklich eine Sendung, also eine Serie, wo ich sagen muss, die ist extrem, ich würde sagen, professionell schon fast, obwohl es eigentlich totaler Unsinn ist. Weil jeder Charakter dort irgendwie jeden seine eigene, wie soll man sagen, seine eigene Art hat und dieser auch treu bleibt. Ob das jetzt Peg oder El Bundy ist oder die Nachbarn, Marcy oder die Kinder, ja sogar der Hund, auch wenn es nicht mehr derselbe ist. Ich glaube, der ist irgendwie gestorben, wie auch immer. Es ist wirklich gut gemacht. Manche finden es eher unsinnig, aber ich, ja, im Vergleich zu den heutigen Sendungen und Serien, die es gibt, ist es auf jeden Fall genial. Ich musste mich so kaputt lachen, wenn man das mit dem heutigen Zeitgeist in Verbindung bringt. Einfach nur herrlich. So. Momentan habe ich mal ein bisschen frei. Urlaub. Und da dachte ich mir, jetzt die Zeit einfach mal zu erholen, für was es auch gedacht ist. So. Es gibt übrigens Putenhacksteak, also das ist noch im Kühlschrank, aber sowas das dann wäre und das hier soll kartoffelfrei werden. Mal sehen, wie ich das mache. Wird schon irgendwie klappen. Köstlichen Kartoffelbrei, selbstgemacht dazu Putenhacksteak und mal gucken, was ich noch als Gemüse finde. Oh, ich weiß schon, was ich nehme. Ich habe hier noch Surimi übrig. Ach, scheiße, ich hätte auch die Süßkartoffeln nehmen sollen. Ja, das nächste Mal. Dann eben so. Ja, wie gesagt, der Platz in der Küche ist halt echt mickrig. Ich denke, das ist okay. Surimi ist Beilage immer. Und auch vom Farblichen sollte es eigentlich dieses Mal besser passen. Und es geht vor allem schnell. Das sind die Prachtstücke, klassisch. Ich dachte erst, das wäre so ein Putenstreifen, aber nö. Ich erwähnen kann. Da muss ich immer noch recht breit sein. Aus spezifischen Gründen werde ich auch gleich alle anbraten, weil Hack, das ist immer so eine Sache. Ach, also Pute riecht auf jeden Fall anders als Huhn, das kann ich jetzt schon mal sagen. Es riecht. Ja, es kann auch die Marinade sein. Es riecht etwas anders. Ja, mehr möchte ich jetzt nicht dazu sagen müssen. So. Ein bisschen Soße zum Anbraten. Sollte eigentlich nicht lange dauern. Einen habe ich noch übrig, der kommt dann zuletzt noch drin. Da reicht dann die Pfanne von der Grille doch nicht aus. Ich dachte.
Das Wasser wie immer zum Trinken aufgefangen. Wie gesagt, ist ja alles gesund, ja. Okay. Na, ja, das geht schon. Bin ich froh, dass das Ding nicht das Beste ist. Man beachte übrigens, dass ich nur mit einer einzigen Flamme arbeite. Also, das geht mit Gas, wie gesagt. Ja, ich nerv schon darum. Schreckend schnell. Butter. Shit. Na, fantastisch. Ah. Irgendwas muss egal sein. Es kann nicht irgendwie mal klappen. Och. Das ist einmal irgendwie nicht ohne zu kleckern oder zu matschen. Irgendwas passiert. Nein, es muss irgendwas sein. Meine Fresse. Das ist alles ein Mist, ja. Ja, die Kokosnussmilch. Ja, nur fall du mir auch noch um. Ja. Du kannst überhaupt nicht richtig sehen, oder? Ich kann es nicht ändern. So, gucken wir uns den Scheiß noch an der anderen Seite an. Okay. Oh, es riecht schon besser. Die rochen so ein bisschen kloakisch. Muss ich zugeben. Aber jetzt? Jetzt sieht das Ganze schon etwas besser aus. Ja. Das also rein optisch gebe ich dem Ganzen eine 2, weil es gar nicht mal schlecht wirkt. So, mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Es kann sein, dass es ein bisschen schief geht. Könnt ihr das Essen noch sehen? Denn ich weiß es. Ja, soll ich mit den Händen essen? Was vergessen wir aus dem Besteck? Moment. Ach Gott. Ja, ja, Selbstkritik ist wichtig. Warum bin ich heute mal hier? Das ist ein bisschen schöner. Scheiße, ist das ja. Wenn es nicht richtig ist, dann mache ich das nächste Mal wieder anders. Das ist ein Test. Das könnt ihr gerade nicht sehen, aber da drüben pustet ein Ventilator und das ist einfach angenehmer. Und naja, ich sehe ja, wie ich angezogen bin. Ja, komm. Dann wollen wir mal probieren. Die Souris ist einmal frei. Das ist so unangenehm. Nebenbei noch den Laptop laufen zu haben. Aber nicht ohne Grund. Vielleicht ist ja was Spannendes da. So. Naja. Der Püree, ich habe ihn gerade schon mal probiert. Ist top. Hätte noch ein bisschen Salz dran gemusst vielleicht, aber trotzdem, kriegt eine 8, ist schon ziemlich gut geworden. Und die Teile, naja, die musst du doch bis heiß machen. Es schmeckt wie Pute, etwas intensiver, also ist ja Truthahn oder sowas. Nee, Pute, ja. Junge, mein Gott, ja, es schmeckt wie Pute, ja, es ist Pute. Ich meinte, es schmeckt wie Hühnchen, aber es ist halt Pute. Ach, das. Ihr wisst, ja, das, weil ich abgelenkt bin. Deswegen isst man auch nicht vom Fernseher. Aber geschmacklich ist es top. Einfach top.
Unprofessionell, aber top. Ich habe übrigens bloß Wasser zum Trinken, kein Tee, sonst ist es mir zu heiß. So. Haben wir eigentlich auch mal irgendwas Schönes? Jetzt kommen wir zu was anderem nebenbei hier. Was sagen denn die Trends auf Twitter? Freibad. Klimakatastrophe. Hitzetoten. Abmahnung. Französien. Bonusloch. März. Transfrau. Temperaturen. Gelsenkirchen. Oh, Backe. Just for fun gehe ich jetzt einfach mal durch. Das wollte ich sowieso schon länger mal machen. Fangen wir beim Freibad an. Habt ihr eine düstere Vorahnung? Ein Tag im Berliner Freibad, Sommer 2023. Was für ein erholsamer Tag. Neuer Bademeister sind auch schon da. Was ist das Schöne? Oh. Ja. Polizisten staffeln im Freibad, die überwachen. Alter. Also da bin ich froh, dass bei uns hier das Freibad noch einigermaßen normal ist. Also nicht so ungut. Ich ahne schon irgendwas. Personalmangel. Columbia-Baden in Köln, Neukölln geschlossen. Naja. Im Großen und Ganzen Karambolage zwischen irgendwelchen Syrern, einheimischen Polizisten, Bademeistern und anderen Syrern. Ja, natürlich. Wir haben noch nie einen nackten Urlaub drüber gesehen. Und nochmal Massenschlägerei. Okay, ich bin noch Freibad. Klimakatastrophe, jetzt geht's los. Oh Gott. Demnach haben wir die Klimakatastrophe von vor 3 Jahren verpasst. Stimmt. Ich war heute den ganzen Tag draußen. In der Mittagshitze. Und ich erkenne mal an den Pflanzen, wie trocken es ist. Wenn die kleinen Pflanzen anfangen zu welken, dann soll es mal wieder regnen. Aber im Moment ist es noch schick. Nun weiß ich natürlich nicht, wie es im Westen ist. Aber hier im östlichen Teil Sachsens, da haben wir sehr viele Wolken am Himmel, trotz Wärme. Das gibt ja da ein bisschen Schatten. Man erkennt es auch an den Flussbetten, wo ich sagen muss, die Elbe war ziemlich niedrig. Ja. Der letzte macht das Licht aus. Oh Gott. Die aktuelle Hitzepanik mache fördert das Narrativ. Okay, naja, was üblich halt. Oh Gott. Was habe ich erwartet? Mein Beachte, es kommt eigentlich nie irgendwas Konstruktives. Hitzetoten. Oh Gott. Hirn verbrannt. Lauterbach. Gibt es etwas Widerwärtigeres als das geheuchelte Mitgefühl mit Hitzetoten, das ausgerechnet diejenigen zeigen, die das Gesundheitssystem seit Jahren gnadenlos zerstören? Gute Frage. Ich bin überrascht, dass er überhaupt noch in der Macht ist. Mit was Gutem zu essen? Kein Problem. Naja, Kurzhand Lauterbach. Nein, danke. Abmahnung. Das könnte ich sein. Ich habe von meiner Vermieterin eine Abmahnung bekommen. Na gut, nee, eine Mahnung, keine Abmahnung. Wegen Mietkürzung und verzögerter Überweisung. Kurz um Politik. Nein, danke. Französien. Oh nein. Mietfrei mit meinem Kopf. Französien. Okay. Naja. Frankreich feiert doch mal die Sturm auf die Bastille. Habt's vielleicht mitgekriegt im Fernsehen.
manche Dinge wiederholen sich und momentan ist es gerade wieder mal die Französische Revolution. Hätten sie mal die Guillotine nicht abgeschafft. Obwohl, wer weiß, wessen Köpfe dort rollen. Aber es ist wirklich wahr. Frankreich ist wirklich sehr unruhig. Ich habe mich mal damit beschäftigt. Es ist nicht erst seit der Flüchtlingspolitik von 2015 Syrien. Das ist doch schon lange davor gewesen. Okay. Bonusloch, das gefällt mir. Die Trans-Szenen nennen nun Frauen, also echt Frauen, Menschen mit Bonusloch. Finde ich gut. Entschuldigung, finde ich furchtbar. Das Schlimme, sogenannte Heli-Frauen unterstützen das auch noch. Was stimmt mit denen nicht? Frauen haben ab jetzt ein Bonusloch. Alter, was ist noch los? Also ich finde den Begriff einfach lustig. Entschuldigt auch, das ist so plump. Ich bin mir an dieser Stelle nicht sicher, ob das Trolling ist. Naja. Kurzum. Viel Geschrei und nichts. Echt. Ja, ihr seht's. Ich glaube, das mache ich nicht nochmal so. Das nächste Mal zeige ich euch das Essen wieder. Und gut. In den Nachrichten kommt nur Scheiß. Essen schmeckt klasse. Und ich habe Urlaub. Und wollte einfach mal was Neues probieren. Ich überziehe hier gnadenlos. Ich esse da weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.